Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Am Heimagernplatz. Es ist Montag, kurz vor 12 Uhr. Ich dachte, heute wäre X-Rate. Aber der ist erst morgen. Was für ein Fail, Mann. Ja, dementsprechend keine Ahnung, was ich jetzt mache. Fahr erstmal wieder Richtung Stadt. Ein paar Gehen machen oder sowas. Oh, das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Aber ich bin zurzeit echt verplant. Der X-Rate findet erst morgen statt und das ist die letzte. Und das ist das letzte Mal die Oxys Verteidigungsform. Gestern kam eine neue Einladung, das ist dann für die letzte Form, die Speedform. Ja, da kommt auch schon mein U-Bahn. Schauen wir mal, was wir so machen heute. Okay Leute, ich habe ein paar Gehen gemacht und gearbeitet. Ich habe meinen Laptop hier dabei und wenn irgendwas anfällt, dann gebe ich mir selber Hotspot und erledige ein paar Sachen. Hab vorhin auch mich kurz hingesetzt an zwei AGs, bisschen gearbeitet und dann nebenbei einfach die AGs runtergeklopft. Ich habe ein Problem entdeckt, Leute. Und zwar war ich ja jetzt auf Deutschlandtour, habe eine Menge AGs gedreht und man kann nur 1000 sehen. Warte. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine neue jetzt siehst und erdrehst und in Ordnung bekommst, wird eine alte verdrängt. Klar, die hast du immer noch irgendwo. Aber musste erstmal wieder dahin gehen, damit das hier wieder angezeigt wird. Und jetzt habe ich ein paar Gold-AGs, die werden mir nicht mehr angezeigt, weil ich schon lange nicht mehr da war. Das ist zum Beispiel ein Parsing, war ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Die habe ich alle auf Gold, aber wird mich hier nicht angezeigt. Erst wenn ich mal wieder in Parsing bin und auf die AGs klicke, dann sind sie wieder hier. Dann werden sie wieder angezeigt und irgendwelche anderen AGs werden dafür verdrängt. Aber ja, jetzt weiß ich nicht genau, wie viele Gold-AGs ich habe. Ich weiß, welche ich noch habe, also im Kopf, also ich weiß, welche ich noch brauche, welche nicht, aber gesamt kann ich jetzt nicht zählen. Also ich könnte schon nachzählen, weil ich weiß, welche gehen und wie viele in Parsing, aber ist schon doof gemacht von Antic. Auf jeden Fall machen wir hier diese blaue Arena jetzt platt. Das ist übrigens der Hofgarten. Hier waren wir früher sehr, sehr oft. Gute Spawns. Meistens zentral gelegen. Ich versuche auch eine Route zu bauen, eine Farmroute und den hier mit zu inkludieren, weil an manchen Stellen hier, zum Beispiel da links oben, da rechts oben und da in der Mitte, da sind immer eine Menge Spawns. Und jetzt gönnt euch. Ich habe meine Arena fertig gemacht und jetzt gehen wir zum Pferderennen. War ich auch noch nie, ich bin gespannt. Ob man hier auch wetten kann? Das erinnert mich an die dumme Folge, wo Ash auf seinem Galopper, Mannsgalopper, geritten ist und er nicht verbrannt wurde und jeder stellt sich die Frage, wieso wurde er nicht verbrannt von Galoppers Flammen. Ich blende es ein, falls ihr nicht wisst, worüber ich rede. Hey, das geht ja ab, Mann. Es gibt sogar Fans, die so rumschreien hier. Krass. Das ist die Nummer 4.
Applaus, wenn man noch mal Zeit hat. Ich glaube, wir sind hier im Kämmerinnen. Es gibt zwei, die Force Juni, Dr. Lady Magic, eben mit von Klaus Hüfer aus Österreich, der auch als Besitzertrainer war. Hier geht die Action ab. Alles wettbegeisterte hier. Ist auf drei Längen, auf vier Längen weg. Milono ist der erste Verfolger. Wo ist Austin Kitty? Ist da mal Mitte zu sehen. Aber vorne, in Memory, deutlich voraus. In Memory vor Milono, in Camp Meimann Lane. Aber vorne, ein überlegener Sieger mit dem In Memory. Gewinnt hier völlig überlegen. Und das sind die Plätze, da kommt auch noch Austin Kitty aus dem Schattenplatz. Hat ihn noch vorbei, das ist halt so ein Schöpfchen vor Meimann Lane. Das ist ein Mistake for Heather Lee. Unschließlich in Europe, later than lost. Ja, das war's von mir und vom Pferderennen. War mal eine Erfahrung, war interessant. Grüße genauso an Oksana und Tobi, danke für die Einladung. Und ich möchte euch noch was zeigen. Am Wochenende nämlich war ich natürlich nochmal Onyx jagen im Westpark. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ich mach noch schnell Screen Record an. Und wir scrollen mal hier runter. Es war mein dritter Tag im Westpark. Hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Bam! Haha, da ist er. Richtiger Zufall. War schon eine Stunde unterwegs. Hatte wieder bereits eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben. Dachte mir, hat er nicht schon wieder genauso. Das will einfach nicht kommen. Da habe ich so ein Mädchen getroffen. Hat mich gefragt, hey, wie lange bist du schon unterwegs und so. War schon erfolgreich. Ich so, nee. Eine Stunde schon, überhaupt nichts. Und bei dir so, sie auch überhaupt nichts. Dann wollte sie sich verabschieden, hat mir viel Glück gewünscht. Und boom, genau das, was ich da angeklickt habe, ist shiny geworden. Also Grüße gehen raus an die Steffi, kleiner Glücksbringer. Hab da ein bisschen mit ihr gechillt und sie hat am Ende auch noch einen bekommen, also Happy End. Yay! Der war auch hart erarbeitet. Wenigstens hat er nicht so lange gebraucht wie Sichlo. Wenigstens muss ich nicht in eine andere Stadt fahren, um den zu bekommen. Aber Westpark auch ein krasses Nest, also ich habe wahrscheinlich mehr Onyx gefangen und angeklickt als Sichlo. Weil da waren, was weiß ich, 3-4 Spawns maximal in der Stunde und hier sind es jedes Mal 30 gewesen, wo ich da war, also nicht pro Stunde. Aber wenigstens haben wir den, haben wir uns ein bisschen Staub gespart. Anderes Thema, das ich noch kurz ansprechen will, das Video zu des Pokémon Tod Diskussion. Eine Menge haben das vollkommen missverstanden, vollkommen der Themaverfehlung. Die haben ihre Meinung abgegeben zu Harry Potter Go und dass sie Pokémon Go besser finden als Harry Potter Go. Die tun so, als wäre das Thema des Videos gewesen. Wird Pokémon Go von Harry Potter ersetzt? Wenn ich mir so die Kommentare durchlese, original, ich denke, die haben dachten, das Video ist, wird Pokémon Go von Harry Potter Go ersetzt. Ich habe Harry Potter Go nur ganz kurz nebenbei erwähnt, aber im Grunde genommen, auch ohne, auch wenn Harry Potter Go an diesem Wochenende nicht herausgekommen wäre, das ändert nichts am Status, an der Stimmung von Pokémon momentan, dass es halt ein bisschen schwächer ist, dass es halt im Down ist. Ja klar, wenn bessere Raids kommen, ist es natürlich wieder ein bisschen lustiger. Also ist natürlich auch keine Lösung auf Dauer. Für die Zeit, wo, sagen wir mal, Shiny Rayquaza kommt, ist das natürlich sehr geil. Aber irgendwann geht der auch wieder. Oder irgendwann haben wir genug von dem. Und dann ist auch 5, 6, 7 Mal da so Kyogre und Rodon. Und dann wird der natürlich auch nicht mehr so interessant. Also klar, wenn er kommt, wird's geil, aber das ist keine Lösung auf Dauer. Und meine Meinung jetzt auch schnell zu Harry Potter Go, weil viele jetzt ihre Meinung auch ungefragt abgegeben haben. Ich zock's nicht richtig krass. Also ich bin nicht süchtig danach. Ich bin jetzt nicht Level was weiß ich wie viel schon. Ich mach's ab und zu an. Dreh ein paar Stops, also Gasthäuser oder Gewächshäuser, was auch immer. Fang ein paar Kreaturen und das war es eigentlich auch schon wieder. Es kam sehr oft die Frage, werde ich aufhören mit Pokémon Go? Nein, erstmal nicht. Werde ich Harry Potter Go dafür machen? Nein. Also ich werde ein bisschen zocken nebenbei, ob ich dazu ein Video mache. Ich habe noch nicht so die Inspiration für ein Harry Potter Go Video bekommen. Zumindest nicht das, was ich bisher so gezockt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, das irgendwie in ein Video zu verpacken. Heißt nicht, dass niemals ein Video kommen wird. Bestimmt mal irgendwann. Aber jetzt erstmal so Harry Potter Go Abenteuer. Müsste ich ungelogen erstmal schauen, wie die anderen das so machen. Weil ich kann mir echt nicht vorstellen, wie ich das cool und kreativ umsetze, so wie ich es mir vorstellen würde. Aber das Spiel ist auf jeden Fall lustig und neu und gezockt wird es auf jeden Fall erst noch eine Weile. Aber keine Angst, Leute, Pokémon Go wird weiter bestehen. Und Harry Potter, das ist unsicher, ob das kommen wird. Aber wir werden ja noch sehen, wie sich das Spiel entwickelt und ob da noch Interesse bestehen wird und wie mir das dann so noch in der Zukunft gefallen wird. Ob das mich jetzt dann noch ein bisschen mehr begeistert, weil
Bisher ist nur ein bisschen so nebenbei. Macht Spaß, aber nichts Ernstes. Naja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.